Was ist eigentlich eine Niederdruckarmatur und wann benötige ich diese? Diese Fragen beantworte ich euch in diesem Video und dabei viel Spaß! Herzlich willkommen bei Frage und Antwort am Mittwoch von und mit Küche gut, alles gut. Bei einem unserer letzten Projekte wurden wir gefragt, was ist denn eigentlich eine Niederdruckarmatur und für was brauchen wir die? Und der Frage gehen wir in dem Video nach. Dafür habe ich auch schon was vorbereitet, denn ist ein aktuelles Projekt. Und wenn wir da was brauchen, können wir das bestellen und dann können wir das gemeinsam auspacken und dann anschauen. Und doch unternehmen. Und zwar habe ich hier zum einen den Niederdruckspeicher und unsere Niederdruckarmatur. Das packen wir jetzt ganz mal aus. So, und zwar ist das schon der entscheidende Unterschied. Und zwar unsere Hochdruckarmatur hat 2 Schläuche und unsere Niederdruckarmatur bekommt 3 Schläuche. Und wie man das sieht, ist das hier wunderbar klassifiziert. Wir haben hier schön die Pfeilrichtung dran und rot für warm. Wenn wir einen Kaltwasseranschluss haben, benötigen wir einmal einen Schlauch, der von dem Kaltwasseranschluss in die Armatur geht. Von der Armatur, Pfeilrichtung weg, geht das kalte Wasser in unseren Speicher. Und vom Speicher weg, das warme oder heiße Wasser, geht dann in die Armatur, dass es dann entsprechend auslaufen kann. So, und da unser Warmwasserspeicher drucklos ist, benötigen wir halt eine Niederdruckarmatur. Und wie funktioniert jetzt das Ganze? Hatte ich ja gesagt, wir haben die Anschlüsse. Und wenn ich jetzt den Hahn öffne, passiert Folgendes. Das kalte Wasser fließt von dem Kaltwasseranschluss in den Boiler und das kalte Wasser drückt das bereits erwärmte Wasser halt nach oben. Also wenn ich jetzt den Warm aufdrehe. Na, und das kalte Wasser fließt dann halt direkt in die Armatur, kommt raus. Und wenn ich Warmwasser benötige, fließt das kalte Wasser in den Boiler und drückt somit das warme Wasser hoch, weil drucklos. Wenn das warme Wasser quasi, oder wenn das kalte Wasser erhitzt wird zu Warmwasser oder zu heißem Wasser, dehnt sich das aus, beziehungsweise entsteht Dampf, entsteht Druck und der muss abgebaut werden. Und das passiert in der Regel über die Armatur. In unserem Fall ist es halt auch so, dass wir einen Warmwasserspeicher haben, der selber entlüftet. Und das werdet ihr manchmal sehen, also wer zu Hause sowas hat, der kennt das, dass die Armatur halt nochmal nachläuft oder nachtropft. Das hängt damit zusammen. Und wenn ich jetzt dort eine Hochdruckarmatur anschließen würde, würde das ganze System nicht funktionieren, weil die Hochdruckarmatur halt geschlossen ist. Da würde das entsprechend nicht abgebaut werden können. Eingangs hatte ich ja noch erwähnt, dass es da auch andere Möglichkeiten gibt. Und zwar besteht die Möglichkeit, an einen Kaltwasseranschluss auch ein Hochdrucksystem, was Wasser erwärmt, anzuschließen und dann halt mit einer entsprechenden passenden Hochdruckarmatur zu arbeiten. Wie genau das funktioniert, da einfach an den Berater des Vertrauens herantreten, denn wie gesagt, das hängt ein bisschen von räumlichen und finanziellen Voraussetzungen ab. Kurz, wenn ihr einen Kalt- und einen Warmwasseranschluss habt, wird es eine Hochdruckarmatur und wenn ihr nur einen Kaltwasseranschluss habt, wird es in der Regel eine Niederdruckarmatur. Ausnahmen bestätigen die Regel. Weitere Videos zum Thema Frage und Antwort findet ihr über den Link. Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutsmann-Küchen-Logo. Und dann sehen wir uns Mittwoch oder Sonntag, immer wenn es heißt, Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.